Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen zu Tag 3 aus Neapel. Wir haben ein sehr cooles Programm für euch heute, weil wir werden ein Restaurant besuchen gehen, das man nur mit dem Boot erreichen kann. Wie ihr seht, wir stehen am Hafen und wir werden jetzt dort hier gleich in ein Boot steigen und zu diesem Restaurant fahren. Und des Weiteren werden wir später noch zu Luigi nach Hause bzw. zu Freunden von Luigi nach Hause fahren und dort zusammen mit Luigi Pizza backen, worauf ich mich auch krass freue. Also ihr könnt euch auch auf einen wunderschönen, entspannten und sehr leckeren Tag freuen, Freunde. Viel Spaß! Na Luigi, kannst du uns schon irgendwas verraten? Was meinst du? Was jetzt passieren wird? Jetzt? Mhm. Oh ja, ja, schon. Kann ich schon reden? Ja. Yeah. Okay. So, Ragazzi, jetzt befinden wir uns in Bahia und wir werden abgeholt, genau hier, mit einem kleinen Schiff, kleinen Boote. Das sind sogenannte bisschen größere Nussschale, aber wir brauchen eins, weil auf dieses Restaurant kommst du nur mit einer kleinen Bootfahrt. Ja? Und dann werdet ihr sehen, was für ein wunderschöner Platz, wo liegt dieses Restaurant. Es gibt keine Straße dorthin zu gehen, nur so. Und das, ich finde, ist eine sehr schöne Sache. Ciao, ciao, ciao. Ist ein bisschen ungleich. Ja, ja, weil du musst mal. Wegen mir meinst du? Du musst dich rübersetzen, ja. So ein Negativo. Und wir sind da, Leute. Na, hier sind wir da. Wie war der Fahrt, Lukas? Entspannt. Wir sind in Griechenland eigentlich, nichts in Minneapolis, in Pozzuoli. Prego, prego. Sei Fotografo. Grazie. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr entspannt. Blau-weiß, griechisch. An, wie kann man sagen, an einem Hang, oder? Ja, ja. Eine kleine restliche von ehemaliger Wiese, wo es gesungen okay. In die Römerzeit. Wenn in diese Richtung schaut die Kamera, früher war da eine ganze Wiese und es ist einfach wegen Erdbeben gesunken. Hier gibt es eine Stadt unter Wasser. Ihr könnt einfach Bahia, Città Sommersa googeln und ihr findet das alles. Und auf einem der letzten Stück Land und Flachland hat man dieses Restaurant hier gebaut. Und zum Glück hat auf jeden Fall Charme, würde ich sagen. Ja. Das Restaurant heißt Linse Natura. Und macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Schaut hier. Wir sitzen auf jeden Fall auch riskant. Aber was man nicht alles tut, ne? Oppure l'ultima porzione di frittura di alici. Frittura di alici nostra, senza discussione. Ok, grazie a voi. Grazie, grazie. Okay, es wird willkommen. Nein, ich habe vergessen, was ich bestellt habe. Buongiorno. Buongiorno. Das scheint die Küche zu sein. Buongiorno. Okay, weiter kommen wir nicht rein. Aber hier wird auf jeden Fall unser Essen zubereitet. Ah, was geht ab? Wunderschön einfach. Gigi meinte, dass das Essen, das man hier bekommt, vom Restaurant bzw. vom Verein des Restaurants selbst gefangen sind. Hier in dieser Gegend. Wow. Yes. Kartoffeln. Kartoffeln. Mm. Kartoffeln. Matata, vero? Violette Kartoffeln. Violette Kartoffeln. Oh, this is very, very good. What is this? Bruschetta de... Ah, Miesmuscheln, Kotze. Miesmuscheln? It's Kotze, eh? Ja, Kotze, Miesmuscheln und Sconchiglio heißt das so wie Schnecke, aber von Meer. Das Früchte rausgenommen, gehackelt. Und so wie eine Bruschetta gemacht. Nice. Also Leute, das Essen ist da, der Tisch ist voll. Wir haben vier fantastische Vorspeisen. Lachs Sashimi, kann man Sashimi sagen. Und dann haben wir hier Sepia. Violette Kartoffeln. Mit Sepia. Mit Sepia. Und dieser kombiniert mit lila Kartoffeln, beziehungsweise auf lila Kartoffeln. Mit Sepia. Kartoffeln, ja. Kartoffeln. Was heißt Kartoffeln auf Italienisch? Patata. 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 Patata Viola. Patata Viola. Und rein. Mm.
Passt. Ich liebe die Kartoffelmasse. Ja? So, Salmon, das ist genau meins. Ist das Pfeffer? Ja, roter Pfeffer. Oh, noch mehr kommt. Das sind Delis. Das ist mein Bier. Wahnsinn. So, und ich muss jetzt unbedingt die Bruschetta mit Miesmuscheln probieren. Mmh. Meinst du die Kartoffeln? Nein, nein, die Bruschetta. Knusprig, weich, ölig und miesmuschelig. Das ist wie Wein. Das ist Wahnsinn, oder? Wow, sehr gut. Möchtest du noch was? Fagioli. Kotze. Kotze überall. Unfassbar geil. Fagioli und Fagioli. Ich mach dir eine Gabel, okay? Okay. Kann man holen, dazu was du willst. Hier noch einmal. Okay, du hast alles oben. Bohnen, Brot und Kotze. Kotze. Nein. Weil die Stärke aus den Bohnen, die ist in dieser Soße drin. Da willst du einfach nur noch dein Brot reintunken in diese Soße und dann diese Soße, so voll cremig. So einfach. Kommen wir zu den sogenannten Deline. 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 Genau, einfach. Ich kann dir nichts auf Deutsch beschreiben. Einfach rein, oder? Ja, einfach. Wie viel musst du von denen essen, damit du satt bist? Alle. 40.000 bis 50.000. Naja, aber wenn man den Teller leicht kippt, kommt der Sugo zum Vorschein. Brot rein. 3, 2, 1. Und Brot nochmal rein. Schmeckt? Besser gibt's ja nichts. Super. Es geht weiter. Grazie. Alles klar, vielleicht wäre der Teller noch größer. Buon appetito. Mamma mia, io sono Prost! Gleich meine Hand. Die schmecken richtig nach Alice. Anjou. Alice. Nein, nein, nein. Kross, frittiert, knusprig, warm. Ich habe lange sowas nicht gegessen. Oh, und die Miesmuscheln kommen. Die musst du warm essen. Weil wenn die kalt sind, ist es schade. Okay. Die sind echt, die schauen genau. Siehst du, das oben ist eine Zeige, das sind von Skogli. Sind genau die irgendwo da in die Umgebung. Mhm. Lassen wir es ein bisschen zitronig regnen. Dann nehmen wir uns hier eine. Glibberig, orange, warm. Es muss nach mehr schmecken. Genau, es schmeckt nach mehr. So muss sein. Ganz, ganz leicht salzig. Nur ganz leicht, sodass du es perfekt genießen kannst. Der Fisch schmeckt so frisch, leicht zitronig und das weiße Fleisch des Fisches sieht so saftig aus einfach und so einfach unglaublich lecker. Aber schau, wie diese Zitrone, so wie eine Mozzarella, wie viel Saft rauskommt. Ja. Okay. Mama, du musst auch kosten.
gut. Ich glaube, diese Fische, wenn du noch einmal am Meer schmeißt, geht wieder. So frisch. Ja. Noch Calamari. Siehst du? Wird immer noch saftiger bei jedem Biss. Wird nicht genau trocken, sondern immer noch saftiger. Und es geht nichts über die Kombination aus frittiertem Fisch und frischer Zitrone. Boah, das passt. Mehr Bratwurst, keine Soße, keine nix. Grazie. Naja, es geht zurück. Grazie. Casa fritta, come arrivederci. Ma mein Handy. Okay Leute, gut gegessen, gut entspannt, gut geluncht und wir gehen zurück. Herr Gigi, wir sind komplett eingepackt, ne? Ja, warte, die Frage, wie? Wir müssen jetzt auf den neapolitanischen Weg rauskommen. Okay, ragazzi, jetzt fahren wir bei der Pizzastation und während wir die Pizzakugel rollen, danach Pizza gemacht wird dazwischen eine riesige, sagen wir, Überraschung. Es wird Luca was passieren. Was weiß ich nichts. Aber lass mal eine offene Frage. Sind wir da? Ora è tutto in disordine perché non ancora abbiamo iniziato. Mit Pool. Also wie bereits erwähnt, wir sind hier bei Luigis Freunden und werden hier einen kleinen Pizzaabend veranstalten, oder? Kann man sagen. Ah, Chicken. Pollo. Und Erdbeeren. How do you say? Fragole. 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 Di là altre strawberry. It's good. Buona. Darf man das nicht essen? Weiß ich nicht, hab ich nicht verstanden. Gestern hast du den Teig gemacht, oder? Ja. Das sind 10, etwas Kilo Mehl. 10 Kilo Mehl? Na, Masse. Masse. Ah, okay. Schau die Struktur. Geil, oder? Geil, ja. Wahnsinn. Spider-Man kommt raus jetzt. Bist du bereit? Si. Boah. Ich würde dich gerne reinlegen. Ich auch, ich würde am liebsten meinen Kopf so. Sieht aus wie ein Kissen. Einschlafen. Ein großes Teigkissen. Und jetzt wird der riesige Teigball in kleine, runde, teigige 250 Gramm Bällchen geformt. Genau, an den Punkt. Schau, das ist halbe Kilo und die Hälfte ist 250 Gramm. Mhm. Und in diese Kiste gegeben, um ihnen weiteren 2 bis 3 Stunden Schlaf zu gönnen, bevor wir knusprige Pizza draus machen. Oh, guardate, si fossate, mamma mia. Salute. 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 Boah, ragazzi, dieses Basilikum, ja, es ist theoretisch könntest du rauchen sowas. Da wird sicher was passieren. Boah, das ist so intensiv. Hast du gesehen auch Petersilie daneben? Schau, so ein Blatt. Das ist Wahnsinn. Die sind so schön aus. Wahnsinn, das ist so. Der ist gedopt. Der ist von Vulkan gedopt. Vulkan, ja. Wie auf Steroiden. Ja, der genau. Der Basilikum wie auf. Genau, bekommt von dir genug Nahrung. Hast du gesehen, hier schöne Tomaten eingepflanzt. Hm. Was für ein geiler Garten. Schön. Warte, warte, no. Fai così, fai così. Ja,
Man munkelt, es gibt Pizza. Hab ich da gehört, es gibt Pizza, oder was? Ja, ja, eine Pizza. Noi usufruiamo solamente. Was geht los? No, però la portiamo giù questa, ragazzi. No, questa da giù, dai, da giù. Komm, bist du bereit? Sì, sì. Okay, los. Vai, vai. Wow. Ragazzi, tutto Napoli. Pizza! Aspetta. Ah, scusa, devi fare. Ah, devi vedere la pasta, giusto? Aspetta, non mi dai la mano. Oh. C'era la rotella l'ho lasciata giù, guarda. Ah, salve. Struttura on end, ragazzi. Grazie. Oh, this is fantastic. 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 Questo è per lui. Il cino sta qua, guarda. Prego, prego. Bravo, bravo, vai Lucas, vai, vai. Heiß, hot. What the fuck? Ho bisogno un po' di spazio. Bimbi, state male. Bambini. Bambini. Io sono loro che stanno mangiando. Leonardo, Leo, fatti qua. Sono siciliano. Mexicano, ce l'hai? La porto di là. Ma questo lo vanno già fare? Ma perché ne abbiamo detto che... Io non ce l'hai visto. Weichster Teig. Tomatigste Tomaten, käsigste Käse. Giulia. Es geht los. È austriaco. Io c'è bisè. Die Pizzastation brennt, Leute. Alle stehen um Luigi und feuern ihn an und Luigi feuert eine Pizza nach dem anderen in den Ofen und wieder raus. Die Zutaten sehen auch fantastisch aus. Wir haben Mozzarella, wir haben Ricotta, wir haben Nutella, wir haben Zucchini-Creme und vieles weitere. Però quella là chiudila, mi raccomando. Zucchini cream. Ciao mamma, die Hütte brennt einfach. Die Zucchini Creme ist mit den Zucchinis aus dem Garten gemacht worden. Haben wir vorhin gesehen. Bravo. Und jetzt kommt eine Zucchini-Creme-Pizza. Cremigste Zucchini-Creme, gefolgt von in Stangen geschnittene Salami, gefolgt von Ricotta, frischem, aus dem Garten gepflücktem Basilikum und gefolgt von weichem, weißem Mozzarella. Oh. Okay. Und noch Zucchini-Blüten. Die rasten aus alle. Pizza verde, eh? Pizza verde. Oh. Und Gino ist einfach der Superstar. Alle stehen um ihn rum. Jeder filmt ihn, jeder fotografiert ihn, jeder feuert ihn an. Die schieben auf mir, was auf dich geben würde. Oh, bravo. Besser gibt's nichts, eh? Besser gibt's nichts. Da haben wir schon los. Buon appetito, ragazzi. Attenzione. Was für eine Energie in dem Laden, eh? Schon laut, oder? Da serenamente giù e io gliela porto. Pizza verde. Sì. No, questa non ti piace. E la zucca non ti piace, zucchino. Vieni. Aspetta, questa la mangio lei. Weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Diese würzige Salami, so cremige, massige Zucchini-Creme, die ist einfach so befriedigend, bildet einfach so die Grundlage in Kombination mit diesem weichen, erfrischenden Ricotta und dann die Zucchini-Blüten, dann hast du noch so ein bisschen Frische mit drin, plus den Basilikum, plus den absolut teigigsten Teig und weichsten Teig, den du dir vorstellen kannst, einfach perfekt angebacken. Von dem im Holzofen brennenden Feuer, die Flammen, die züngeln einfach über die Pizza drüber und sorgen für einfach die optimale Farbe. Bravo. Besser gibt's ja nichts. Absolut. Okay, ora facciamo un paio di margherite a contenere. Una zia fuori. Una margherita.
Luigi ist Weltmeister. Und es kommt eine Zitronenpizza. Mozzarella ist Grundlage, gefolgt von Ricotta, gefolgt von Basilikum. Einen perfekten Kreis von fruchtigem Olivenöl rein in den Ofen. Già l'hai inserita queste queste qua allora la cucina con la canna venite qua. Und nach dem Backen getopft von Mortadella, frischen Zitronenschalen aus dem Garten und nochmal ein Spritzer Olivenöl, sieht einfach so wunderschön aus. Wow, ich möchte gerne, dass die Leute riechen das. Wow, odorato. Wow, riech mal. Hey. Boah. Ah, per Lucas, ok. Buonissima, eh? Ah, ma lui. Es riecht so gut. Harmoniert so gut. Ich liebe Ricotta einfach. Frisch. Ricotta ist einfach wie eine Wolke. Besser gibt's ja nichts. Und man merkt einfach die Natürlichkeit in Luigis Bewegung. Das ist einfach 30 Jahre Pizza-Erfahrung. Oder 45 Jahre Pizza-Erfahrung. Die Abläufe sind einfach so eingespielt, so perfekt. Da passiert kein Fehler. Jede Pizza sieht einfach nur delizioso aus. Boah, ragazzi. Die richtig dicken Pizza macht er nur für sich selber. Oh, wow, das ist so verdammt heiß. Musst du nichts? Eine. Genau, bravo. Gina, come lo taglio? È uguale, è irrilevante. Okay, für die Nutella-Pizzen kommt der Pizzateig einfach nur so ausgebreitet in den Ofen, ohne nichts drauf, einfach so rein, dann raus aus dem Ofen, kurz abkühlen und dann kommt die flüssige Schokolade mit voller Eleganz auf die Pizza. Boah, ist gut? Hey, Nutella, ist die Geruch einfach. Oh mein Gott. Wow, das ist schwarze Gold. Che fette? Gefolgt von geschnittenen Tomaten und wiederum gefolgt von Puderzucker. Wer macht's richtig? Leonardo. Ja? Der weiß, was gut ist. Vino. Dazu muss man, glaube ich, nichts sagen, oder? Was geht ab? Ragazzi, besser gibt's ja nichts. Ciao. Dire, grazie di tutto. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. War ein schöner Abend. Was für ein Tag. Luigi,
Danke für die starke Leistung. Ja, es war die besten Pizzen der Welt. Es war so ein schöner Tag. Ja, ich kann das nicht vergessen. Ja. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder mit Teil 4 aus Neapel. Bleibt auf jeden Fall am Ball, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Gute Nacht. Peace. Ciao, ragazzi. Ciao. Ist angeboren. Angeboren wie eine Nase. Du filmst nicht. Doch. Spaß. Gefolgt von Tomaten.